Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Vorführung, wie Sie gut erkennen können, dem PKW Brand. Ich hoffe, Sie hatten bislang einen guten Aufenthalt. Das Wetter hat sich glücklicherweise nochmal gewendet. Nebenbei bemerkt, sind wir eine freiwillige Feuerwehr, tun dies ehrenamtlich, ohne eine Gegenleistung oder dafür bezahlt zu werden. Jeder von uns geht einen Beruf nach, der in der Freizeit dann oder während der Arbeit, wenn der Arbeitgeber mitspielt, zu den Einsätzen fährt. Ich denke, das ist jetzt so weit fortgeschritten, dass wir auch schon beginnen können. Wir werden über verschiedene Wege alarmiert. Einmal die Handy-SMS-Alarmierung oder noch die gängigste Variante, einen 5-Meldeempfänger, den wir alle am Gürtel tragen. Mein Kollege wird gleich mal demonstrieren, wie sich das Ganze anhört. Es ist jetzt recht leise. Stellen Sie sich das Ganze mal nachts vor, dann steht das senkrechte Bett. Ja, wie der Boris schon gesagt hat, jeder von uns hat in der Regel so einen 5-Meldeempfänger am Gürtel hängen. Wenn dieser 5-Meldeempfänger losgeht, dann hört sich das ungefähr so an. Anschließend kommt dann eine Durchsage von der Leitstelle, die uns schon mal vorgibt, was für ein Schadensfall los ist. In dem Fall wird es beispielsweise heißen, Achtung, Achtung, hier Leitstelle Bergstraße, Alarm für die Feuerwehr Heppenheim, Brandeinsatz. Dann wissen wir, dass ich gerade in der Rückkopplung stehe, dann wissen wir, dass zum einen Brandeinsatz ist und dass wir uns auf dem Weg ins Gerätehaus machen sollen. Im Gerätehaus angekommen, ziehen wir uns dann um, ziehen unsere Feuerschutzkleidung an und besitzen die Fahrzeuge. Und wenn wir soweit sind, dann findet ein Funkverkehr mit der Leitstelle statt, worüber wir dann informiert werden, was los ist. Und das Ganze werde ich jetzt mal machen. Der Atemschutz vor, weil wie Sie selber riechen, das Ganze ist
Davon natürlich noch wesentlich gesundheitsschädlicher dran. Deswegen gehen die gleich unter Atemschutz vor. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und wenn wir davon in diesem Fall einatmen würden, ist es halt nicht so gesund, nicht so gut. Wir sehen jetzt für sich darauf, es stellt sich das Ganze nach einer Wohnung vor, dessen Fenster geschlossen sind, die wirklich mit dem Löchern wird, dann sieht man die Wand vom Gesicht nicht her. So wie die Wohnung, ist es schwer erkennbar, wenn man auf die Beine kommt. Das, was Sie hier jetzt hören, das ist auf keinen Fall eine Explosion von diesem Fahrzeug. Es sind beispielsweise hier innen drin Magnesiumteile, die explodiert oder teilweise auch die Reifen. Das, was wir gehört haben, waren Reifen, die hochgegangen sind. Also, wir haben es bis jetzt noch nicht erlebt, dass ein Fahrzeug explodiert ist. Das kommt ja nur aus Hochfreiheit. Also das ist natürlich eine immense Hitzeentwicklung. Das sind Kunststoffe, die Kunststoffe verbrennen mit sehr hohen Temperaturen. Da drin sind verschiedene Metalle, die unter anderem auch verbrennen, wie beispielsweise Magnesium. Das sind dann diese Geräuschentwicklungen, die wir jetzt gehört haben. Oder weil sie gar nicht so nicht an Krankheit. Beispielsweise könnte auch das passieren, wenn man das eben. Was man hinten jetzt noch sieht, es hat sich ein zweiter Druck unter Atemschutz bereit gemacht. Dieser zweite Druck ist der sogenannte Sicherheitsdruck. Der Sicherheitsdruck ist dafür zuständig, falls zum ersten Druck was passiert, dann würden die beiden eingreifen und würden eben zu Hilfe kommen. Beispielsweise hat sich jemand verletzt, dann brauchen wir noch jemanden, der versucht, denjenigen rauszuholen. Die Feuerwehr an sich ist ein Reifenfischer der Stadtgruppe, hat nicht nur unter dem Betreuer zu tun, technische Hilfe und Hilfskreis dabei. Wenn Sie Interesse daran haben, können Sie uns gerne aktiv oder passiv unterstützen. Die Kinder, auch selbst bis man lernen können, die Familienfeuerwehr, indem wir von den Spielern der Streifenfach bekommen, eine Form von Brandschutzpapier ist dabei. Also wir jetzt mal gesehen haben, diese Fälle, das ist beispielsweise Magnesium, was wir da haben. Dann haben wir auch die 17 Jahre AW-Jugendabteilung. Auch das war Magnesium. Ich habe da Magnesium in Kombination mit Wasser. Magnesium verbrennt sehr, sehr heiß. Und sobald das Wasser mit dem brennenden Magnesium in Verbindung kommt, spaltet sich das Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das Ganze ist das sogenannte Knallgas und das hat die Reaktion, die da entsteht. Richtig. Das Ganze ist natürlich auch als Quereinsteiger möglich, wenn die Helle aus dem Wasser her. Alle Kinderstreifen und Materialien, die man bei uns benutzen kann, darf man erst dann tun, wenn man nicht mehr mit dem Problem darauf verloren hat. Ganz kurzes Beispiel, die Drehleiter. Und wenn man die Schmerzen damit ist man mit Vorbereitung nicht frei. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite ist dann eine zweiwöchige Ausbildung aus der Landesfeuerwehrschule oder Fachhilfe. Erstens halten die Freigabe
die Erlaubnis, das Fahrzeug fahren zu dürfen und bedienen zu dürfen. Das ist das Thema der Hilfe.